Ja, guten Morgen, liebe Camper. So, jetzt haben wir hier mal ein schönes Projekt wieder. Und zwar hat der Kunde hier einen Slim-Kühlschrank drin gehabt. Und der möchte sogar einen Twin Tower haben. Der Slim hat 42 cm und unser Twin hat 52. Das heißt, wir haben zu wenig Platz. Jetzt müssen wir hier die ganze Wand um 10 cm versetzen. Das ist ja noch nicht das Problem, aber hier geht es noch weiter. Hier ist eine Sitzbank und noch Schränke oben. Die müssen wir kürzen und die Bank rübersetzen. Ja, dann mit den Türen noch schauen, dass wir breiter werden. Und hier ist noch eine Schublade drin. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Arbeit. Hinzu kommt, dass der Kühlschrank nicht durch die Tür passt, der neue. Das heißt, wir müssen durch ein Fenster. Ja. Ich lege jetzt erstmal los und dann zeige ich euch nochmal zwischendurch, wie es aussieht. Sitzt du bequem? Ja, ne? Ja, ja. Die sitzen da. Wir sind hier. Ja, der Kühlschrank passt halt nicht hier durch, weil der Wohnwagen da nicht für gebaut ist. Mussten wir mal kurz an die Scheibe ausbauen. Ja, baue ich ein bisschen. Weil hier Deko und so. Deko und so auf Seite. Jetzt muss hier der Kühlschrank durch rein. Ja, hätte einen neuen Wohnwagen fast bauen können. Ich hätte den noch. Ich hab den. Hast du? Jetzt müssen wir die Scheibe hier festhalten, weil das ist ja so ein hochwertiger. Wenn du den weglegst, dann ist die direkt kaputt. Darum bauen wir die jetzt direkt wieder ein, weil die gibt es ja nicht mehr. Ja. Projekt hier, mal eben Kühlschrank, Wohnwagen umbauen, Kühlschrank einbauen. Mal eben, alles mal eben. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob der drin kommt. Wir können ja hier schön gucken, das ist jetzt ein schönes Fenster. Ob der Kühlschrank da überhaupt reinpasst oder ob der Dirk sich vermessen hat. Ja, einfach wie durch die Fahrertür, ja. Jetzt soll ich noch mit reinkommen? Er hat uns nur gefragt für reintragen, nicht für reinstellen. Scheiße, Zentimeter zu schmal. Ne, sieht doch ganz gut aus. Ja, das kann er halt, ne? Das kann er, der Dirk. Guck dir an, das ist der erste Hobbywohnwagen. Den normalen 52,5er Kühlschrank drin hat und dann noch die High-Class-Liga. Guck dir an. Geh mal reingucken, wie das aussieht. Komm, wir bauen die Scheibe wieder ein hier, bevor das in die Buchs geht. Muss an sich noch höher. Höher. Und dann wird die in die Schiene eingehakt. So, ich bin immer noch mit dem Wohnwagen beschäftigt. Jetzt muss ich hier, oben waren ja diese ganzen Klappenschränke, die muss ich jetzt einkürzen. Und die Front ist so ein bisschen rund. Jetzt schneide ich mir erstmal einmal die Kante ab, damit ich die nachher wieder verwenden kann. Muss ich dann per Hand dran kleben. Aber wir bekommen jetzt auch eine neue Kantenanleihmaschine. Dann können wir das alles da durchschieben. Das wird eine richtig gute Maschine. Ja, das war ja schön, der Verkäufer war jetzt hier und ja, der war ja auch in anderen Firmen. Die Maschine steht auch bei Vario. Vario, das ist, was schreiben sie auf der Homepage, wenn du bei Dinges drauf gehst, bei Aldendorf, unser Meisterstück. Das ist die F45, ist schon der Hammer. Ja, und hier, wer einen Kantenanleimer braucht, melden Schreiner, wer braucht so einen Kantenanleimer? Ich habe einen Vollautomat gekauft, aber Kinders.
Sag ich nie, was das Ding kostet. Vollautomatisch, der kostet richtig Geld. Haben wir gestern bestellt, wird vor Weihnachten noch geliefert und in Betriebnahme. Ich glaube, 4 Wochen Bauzeit und dann ist das Ding hier. Und das kommt alles weg, weil die Gefahr ist, solche Bretter, das muss alles hundertprozentig dann laufen und vor allen Dingen, dass die noch weniger Arbeit haben. Da muss schneller gehen, das muss einfach schneller gehen. Zack, zack, Programmbrett rein. Hier musst du noch einiges einstellen, das geht. Aber Holzarbeiten, Dirk, wird immer schlimmer hier. Ne? Ja, wir sind bald Möbelschreinerei. Und guck mal, was hier für Maschinen stehen, Kinder. Schaut euch mal die Maschinen hier an. Das ist alles hier vom Feinsten. Das ist eine Schreinerei. Unglaublich. Hast du gehört, der Mann, der da in dem Fliesencenter die Regale schneiden musste, können die mal rüberkommen? Da kommen 2 Schreiner aus dem Sauerland und sagen, ey, so eine Maschine müsste unser Chef auch mal kaufen. Da haben die gar nicht stehen. Nur das Beste. Gut, ihr macht... Ja, ihr macht das schon, ne? So. Haben wir jetzt erstmal einmal daneben. Gut aus. Jetzt kann ich die Kante wieder schön verwenden. Ich muss die Front an beiden Seiten abschneiden, damit der Griff wieder mittig ist. Und dann klebe ich mir die wieder vor. Und dann sieht es so aus, als wenn nichts gewesen ist. Aber das schauen wir uns später nochmal im Wohnwagen an. So, jetzt sind wir wieder im Wohnwagen. Das war ja alles raus, das habt ihr ja gesehen. Das habe ich jetzt soweit wieder zusammen. Die musste komplett in der Breite eingekürzt werden. Und hier kommt jetzt die Front rein, wo ich mit dran bin. Das Maß ist 10 cm schmaler geworden. Ja, und dann geht es gleich hier unten weiter. Das muss noch eingekürzt werden. Die Rückwand, die hier vorsaß. Und dann kommt die Bank wieder rein. Ja, hier haben wir auch noch mal eben. Hier müssen wir auch noch oben drin wieder verkleiden alles. Ein paar Seiten und Rückwand. Ja, und den Rest, der Pascal ja schon mal eingeblendet. So, jetzt sind wir fertig. Können wir uns nochmal das Endergebnis anschauen. Ja, Kühlschrank läuft, ist schon kalt. Den kennt ihr ja schon. Wand ist wieder drin. Gucken wir hier nochmal. Freund ist jetzt auch dran, die wir euch so eben gezeigt haben mit der Schneiderei. Sitzecke wieder fertig. Jetzt kann der Kunde loslegen. So, nochmal kurz die Schiebetür. Wir haben ja die Wand versetzt. Können wir nochmal eben zeigen, dass sie jetzt auch wieder schließt. Die Wand ist ja 10 cm rübergekommen und trotzdem geht es jetzt wieder schön zu hier. So, wunderbar. Also eigentlich alles wieder wie vorher. So, und wenn euch das gefallen hat, beide Daumen hoch.